So, da geht's jetzt weiter. Ich hoffe mal, der Ton ist in Ordnung. Das muss ich jetzt gerade mal nachgucken, sonst muss ich OBS neu starten. Und einen wunderschönen guten Abend, Metroid. Das hört sich gut an. Das nehmen wir so. Also, nur mal Kopfhörer umstecken. Moment. So. Jetzt am besten noch ein bisschen Ton auf den Kopfhörer kriegen. So. Dann haben wir das. Na, was hast du heute Abend so getrieben? Kampf gegen die Dose. So, fortsetzen. Hätte ich mal zuvor 76 und? Es regnet. Und wie ist es? Achso, richtig im Flaggschiff angekommen sind wir ja noch gar nicht. Wir haben ja erstmal ihren Peiniger von früher getroffen. Geht bisher. Ja, ich habe gehört, dass für die große Spielwelt sehr wenig Inhalt gibt. Läuft wie Scheiße. Okay. Okay, das machen wir mal anders. Haben wir eigentlich irgendwas? So, was kann er denn noch hier? Verwende Fleisch. Durchhaltevermögen. Okay. Mal eben nachgucken. Ups. Nee, da kann ich überhaupt nichts mehr anfangen. Alles klar. Konzentration des Heers. Was können wir hier? Ach, ich habe schon 1300 Talentpunkte.
Machen wir mal den ersten Kreis voll. Würde ich sagen. Hast du denn bei Fallout das Gefühl, dass sich da noch was dran tut? Oder glaubst du, es wird ein Schuss in den Ofen? Ich hab's befürchtet. Ja, von Bethesda ist es, glaube ich, auch so das erste. Ja, wie sag ich das? Story-basierte oder Quest-basierte Multiplayer-Online-Spiel. Ich weiß nicht, ob die noch was anderes hatten. Muss ich gerade grübeln, aber mir fällt nichts ein. Schlagen wir mal ein Lager auf. So, können wir kochen? Machen wir mal zwei. Wenn wir Fleisch verwendet haben. Was haben wir noch? Machen wir mal. Lykosknödel. Frühlingsparfüm. Gut, komm, machen wir auch mal eins. Was haben wir noch? Mehlklöße. Ausgewogene Kost. Experimentell kochen. Kochen. Okay. Oh, aber da haben wir noch so zu plaudern. Bin wirklich nicht besonders scharf drauf, das Flaggschiff zu betreten. Entspann dich, es wird dort schon nicht so förmlich sein, wie du befürchtest. Wirklich? Ja, wenn du meinst. Pass nur auf, du weißt schon wen auf. Was, Voldemort? Was? Wen? Eine gewisse Dame, die mich am liebsten erwürgen würde, weil ich nicht den gebotenen Anstand zeige. Ah ja, ich kann mir vorstellen, dass Briegel großen Wert auf Etikette legt. Mir geht das alles sonst wo vorbei, aber man muss ja nicht gleich überall anecken. Nicht? Dann haben wir's. Da würde ich sogar lieber für Preston questen. Preston questen. Ja, ist halt storytechnisch so, würde ich sagen, WoW-Style. Du kriegst da eine Quest hingelegt, die vermutlich an sich ganz interessant sein könnte, wenn man sich auch, wenn man Bock hätte, sich da reinzulesen. So, itemtechnisch sind die da alle ausgerüstet. Ja. Ach, ohne NPCs. Okay, aber wie kriegt man dann eine Story da zusammen? Über... Zettel?
Oder Ordner, Akten? Okay, also Spielwelt ohne NPCs ist ja echt assig. Also, hätte ich keinen Bock drauf. Das wirkt halt so ein bisschen wie, die haben die Welt genommen, mit Scheiße befüllt und auf den Markt geschmissen. Achso. Espinalykol. Also können wir das mal gerade setzen. Texte, Holobinder Terminals. Oh, okay. Das ist ja tatsächlich echt nicht so spannend. Okay, alles klar. Engine ist um die 10 Jahre alt. Oh, geil. Da hast du auch richtig Bock. So, wo ist dieses Getier? Da oben? Da müssten ja schon die Engine quasi von Fallout 3 genommen haben. Oder so, ungefähr. Hä, hey, wo sollen diese Lykosen sein? Ach, da oben! Mensch! Muss man erstmal sehen, ne? Huch? Hallo? So. Moin! Wag's bloß nicht, irgendwas zu rufen. So.
So, ich muss gleich mal eben kurz eine Pause machen. Moment. So. Gehen wir erstmal die Quest hier ab. Pause von der Pause. Nee. Abseits des Spiels. Ihr habt euch Aspirin-Glykosen angenommen, nicht wahr? Ach, tatsächlich. Und ihr erlaubt euch auch keinen Spaß? Ach, endlich kann ich meine höchst wichtige Forschungsarbeit in Sachen Äthermiasmen vorsetzen. Jawohl. Meine Hypothese besagt, dass solch ein Miasma von Titanen ausgestoßen wird. Titanenflatulenz, wenn man es so will. Die theoretische Grundlage ist solide. Jeder nahe weiß, dass die Hauptenergiequelle der Titanen Äther ist. Darauf aufbauend, denke ich, wird der Ätherfluss reguliert. Erholt sich der Titan und das Miasma verschwindet. Ah ja. Selbstverständlich gibt es viel zu tun, bevor ich meine Theorie beweisen kann. Ich brauche harte Fakten. Was ihr sagen wollt, ist, jemand von euch weiß, wie man den Ätherfluss kontrolliert? Absolut erstaunlich. Dann wäre es sicher kein Problem, das Äthermiasma zu beseitigen. Faszinierend. Ich kann es kaum glauben. Und so hat sich meine Hypothese letztendlich bewahrheitet. Jawohl. Allerdings wird es noch eine Menge Arbeit sein, alle Fakten zusammenzutragen. Nun, ich danke euch von Herzen, ihr der Wissenschaft für einen großen Schritt nach vorne geholfen. Ja. Yay. Bitteschön. Ach je. Ach, den haben wir ja auch noch. Stimmt ja. Oh. Haben wir die Quest schon angenommen? Also dahin sind überhaupt noch so ein Haufen Quests. Missionsbuch. Ach, haben wir tatsächlich angenommen. Was will der? 5-mal die zweite Stufe einer Klingenkombo. Oh. Können wir eigentlich auch, will ich auch gerade mal machen. Eventuell. Oder auch nicht. So, dem vielleicht. Verdammt. Na gut. Das ist schön. Okay, ich muss ja irgendwas suchen, was ich klatschen kann, was nicht direkt kaputt geht. Der nicht. Der hat den wir noch mit. Ich wurde doch endlich gerade. Nö. Das, was da fliegt, eventuell.
Könnte funktionieren, müssen wir mal ausprobieren. So, bevor wir jetzt aufs Schiff gehen und eine Cutscene starten, ich bin mal gerade eben für 2 bis 3 Minuten weg. Also ich mache jetzt gerade eben Pause, bin dann gleich wieder da. Dauert wahrscheinlich nicht so lange. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Waren vielleicht doch nicht so ganz 2-3 Minuten. So. Dann stürzen wir uns mal rein. Dann kann ich das eigentlich schon fast wahrscheinlich wieder ausmachen. Und gucken wir mal. Achso, da wären wir. Es ist mir eine Freude, dass ihr alle mein bescheidenes Schiff beehrt. Bescheiden ist gut, obwohl ich mir das Schiff des Kaisers in der Tat noch protziger vorgestellt hatte. Nicht falsch verstehen, dieser schlichte Stil ist mir da bedeutend lieber. Stimmt schon, manche Nationen schippern ihre Monarchen in richtigen, schwimmenden Palästen herum. In Mor Ardain hingegen ist alles etwas martialischer. Da muss selbst der Kaiser sich als fähiger Meister beweisen. Und das kaiserliche Flaggschiff sieht nicht anders aus als ein Schlachtschiff. Genau so ist es. Die Kommandobrücke eines jeden unserer Schlachtschiffe steht mir als Thronsaal zur Verfügung. Das birgt natürlich die Gefahr, dass der Anführer der Truppen gleich bei der ersten Schlacht ins Gras beißt. Chin. Lass ihn, Lora, er hat völlig recht. Und aus diesem Grund wurden mir die Juwelen von Mordain zur Seite gestellt. Brigit und Aegon. Aegon. Steht zu euren Diensten. Wir beschützen euer Majestät mit unserem Leben. Es ist ein großes Privileg, solch treue Gefährten zu haben. Euer Majestät, ich habe eine wichtige Meldung zu machen. Seine Majestät hat momentan Gäste. Ich bitte dringlichst, dies nicht auf solch unerhörte Weise zu unterbrechen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Schon gut, ich nehme an, es ist etwas höchst Dringliches, also raus damit. Jawohl. Nach dem tragischen Angriff auf das Dorf Torigord haben wir vermehrt Spähtrupps in das Umland ausgesandt. Und einer davon hat nun einen Gormotti-Jungen in der Nähe des Seigelhügels weglaufen sehen. Es könnte also ein Überlebender aus Torigord sein? Das ist unsere Annahme. Wir könnten ihn mit Hilfe weiterer Spähtrupps aufspüren, wenn euer Majestät zustimmt. Gut, dann macht das und entschuldigt Ärger uns Unterbrechung. Jawohl, Euer Majestät. Wir werden alles für die Flüchtlinge tun, was in unserer Macht steht. Hoffentlich finden sie den Jungen bald. Wir sollten auch nach ihm suchen. Warum? Die Armee sollte doch wohl genug Soldaten haben, die sich darum kümmern können. Der Junge hat Schreckliches erlebt. Wenn jetzt Soldaten auf ihn zukommen, läuft er doch nur wieder davon. Da ist was dran. Gut, brechen wir auf. In Ordnung, dann sollten wir uns beeilen, sonst ist der Junge bald über alle Berge. Jo! Eure ewige Hilfsbereitschaft wird uns nochmal irgendwann in Schwierigkeit bringen. Auf der Suche! Ja, von mir aus. Okay, doch keine richtige Cutscene, sondern nur Gebrabbel. Alles klar. Was haben wir noch? Bitte reiß dich zusammen, es bringt doch nichts, sich schon von vornherein Sorgen zu machen. Aber verstehst du denn nicht, ich bringe einfach nicht den Mut auf. Was ist denn los? Gibt es irgendein Problem? Wer seid ihr? Keda, diese Leute können unsere Rettung sein. Bitte fang nicht schon wieder so an. Könntet ihr uns einfach mal erzählen, worum es eigentlich geht? Nope. Verstehe, Lyta ist also gerade erst Meisterin geworden. Genau, und jetzt will ich Gormod erkunden, die Welt sehen, Erfahrung sammeln. Und anstatt auf eigenen Füßen zu stehen, bittest du jetzt jeden Erstbesten um Hilfe. Normalerweise sollte ein Meister sich auf seine Klinge verlassen, oder nicht? Das ist es nicht, ich bin einfach... Gut, ich hätte einen Vorschlag. Ihr brecht auf und wir folgen euch in einigem Abstand hinterher. Du meinst damit wir ihnen helfen können, falls sie wirklich in Schwierigkeiten geraten? Ja, aber nur wenn es wirklich nötig ist, ansonsten müssen sie alleine klarkommen. Na gut, dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Ja, super. Dann machen wir es doch genauso. Vielen Dank nochmal. Mal wieder müssen wir Babysitter spielen für irgendwen. War ja klar. Ach komm, Misra, es war eine Fügung des Schicksals, dass wir uns hier begegnet sind. Dann sagt uns mal genau, wo ihr eigentlich hin wollt. Wir können euch schließlich nicht ewig hinterherlaufen. Wie wäre es, wenn wir uns dieses Rastufer als Ziel setzen, das hier in der Nähe sein soll? Sagt ihr das was, Hayes? Ja, irgendwo auf dem Rücken des Titanen soll diese Oase sein. Das kann von hier aus nicht so weit sein. Gut, dann brechen wir doch sofort einmal in Richtung des Rückens auf. Ja, mach das mal. Tut mir leid, dass ihr euch das aufgehalst hat. Auf geht's.
Mein erstes Abenteuer. Nö. Ja, dann auf mal los. Wir kommen dann irgendwann mal nach. So. Was haben wir noch? Was hat der nochmal? Du, dann steht tief in Armadrung. Armado. Wenn du dann nicht bald liefert, wird Partner sicher bösi bös. Oh, Reisende. Bitte du dann das Klagelied anhören. Du, dann macht auch ganz kurz. Also, Freunde ahnen wahrscheinlich, dass du dann Bergungstaucher ist. Du, dann versucht hier an Hafen von Lasham mit Holzzylindern ganz speziellen Schatz zu bergen. Aber du, dann findet nichts als doofe Sammel-Items. Wertlosen Müll. Liegt bestimmt an billigen Holzzylindern. Taugen einfach nicht zum professionellen Bergen. Du, dann hat aber gehört, dass Bergungstaucher in Mor Ardain verwenden super luxuriöse Zylinder aus Silber. Haben will. Mit Silberzylindern ist Bergungstauchen sicher so einfach wie Spiel für Jungporn. Upsi, Klagelied ist doch etwas länger geworden. Jetzt kommt jedenfalls Pointe. Reisende sollen helfen. Bitte für du dann Apfellampen und Stahllaminat besorgen. Ja. Daraus kann du dann Silberzylinder basteln und in tiefste Tiefen tauchen. Als Belohnung kriegen Freunde dann wertloses von du dann aus Wolken mehr gefischte Fledermausgelenke. So, haben wir das? Ja, hier haben wir jetzt alles, ne? Haben wir jeden bequatscht? Ja. So, ich würde gerne wissen, ob wir uns schon an diesen Vogel rantrauen können. Oder ob der uns kaputt haut. Hallo? Hallo? Ja, jetzt geh halt mal näher ran. So, wer könnte denn jetzt schlauerweise einmal... Okay, machen wir so. Yay! Cool. Haben wir hier auch schon mal ein einzigartiges Viech besiegt. Wo ist denn sein Grabstein? Ah, hier. Ja, gut. So, zählt das jetzt für die Quest? Dann müssen wir jetzt eigentlich 2 Punkte drauf gekriegt haben. Alter. Wie die hier die Stühle verschieben.
Meinst du echt die Räume um? Oh, nee. Die räumen hier um 0 Uhr die ganze Bude um. Rastufer. Achso, hier war doch auch irgendwas. Da! Na Mensch. So, habt ihr schon auf Fresse gekriegt? Hunger! Ich sterbe! Ah! Brauch ganz dringend was Scharfes. Was? Ich hab schon Bauchschmerzen vor Hunger. Ein Glutomelett oder ein scharfer Skorpionkeks. Was so ein Glück. Nicht mal Essen beschaffen kann die. Oh, ich dachte wirklich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken kann. Du hattest ja einen ganz schönen Appetit. Beeindruckend, wie viel da reinging. Mein Magen hat 4 Dimensionen, glaube ich. Außerdem mag ich scharfe Speisen so sehr, dass ich unendlich viel davon essen könnte. Ach, dann bei der Vorstellung wird mir schon mulmig. Lüther, ist ja schön, dass du deinen Humor nicht verloren hast, aber so ganz nach Scherzen wäre mir nicht zumute. Ist dir eigentlich bewusst, wie ernst die Lage war? Tut mir leid. Versetzt euch doch mal in Kedas Lage, Lüther. Sie macht sich einfach Sorgen um euch. Ah. Könnt ihr euch nicht vorstellen, was eine Klinge für den Meister empfindet? Ist das wirklich so? Gehen wir als nächstes zu diesem Riesenbaum dort. Ja gut, das ist auch eine Antwort. Wage es auf jeden Fall nicht noch einmal zusammenzurechnen, okay? Sonst sorge ich dafür, dass dieser Ort in Zukunft den Namen Oase von Lüther trägt. Ja nun. Was? Wieso? Sag doch mal irgendwas. Das übersteigt meine Fähigkeiten. Und warum? Als Strafe oder was? Ja, na klar. Dank des Namens wird man sich auf ewig die Legende von der unfähigen Grünschnabelmeisterin erzählen. Du bist so gemein. Ich würde sterben vor Scham. Und der Rest war Geschichte. Danke, Müsra. Ich hatte echt keine Ahnung, was sie meinte. Mir scheint, euer scharfsinniger Kommentar hat die Situation entschärft. Was? Wovon redet ihr? Sehr scharfsinnig. Ja nun. Okay. Dann sind die jetzt zu dem Baum da gelaufen. Sollen sie ja von mir aus machen. Aber ich muss jetzt erst einmal da hoch. Und Fische sammeln. Was ist das denn? Was ist nur ein Vogel auf dem Stein? Bzzz. Alles klar, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Und natürlich dann morgen einen schönen Sonntag. Seitlüge. No. Ne. Och.
Komme ich auch irgendwo wieder rauf? Bevor ich den ganzen Weg schwimme, laufe ich da lieber. So. Oh, wir sind hier noch. Pflanzenkunde. Ah ja. So, also nochmal, ich gehe jetzt mal rechts rum. Vielleicht ist das ja besser. Das scheint ja irgendwas Lagermäßiges zu sein. Baum. Aha. Da hätten wir nun also das Lager des Seidelhügels. Nun zu dem Jungen. Ist er das vielleicht? Halt, warte, wir wollen hier nichts tun. Wir führen nichts Böses im Schilde, bitte warte. Ihr werdet mir nicht wehtun. So, zum Glück sehen wir so vertrauenserweckend aus. Mein Junge, wir gehören zu den ardenischen Truppen. Wir wollen dir nichts zuleide tun. Wir wissen, was mit Thorigot geschehen ist und arbeiten unermüdlich daran, die Flüchtlinge zu schützen. Bist du vielleicht auch aus Thorigot geflohen? Ja. Kannst du uns deinen Namen nennen? Ich bin Kali. Junger Kali, kennst du den Hafen von Lasham? Dort liegt ein Schiff meiner Landsleute vor Anker. Ja, das habe ich schon gesehen, es ist riesig. Wirst du mit uns reisen, junger Mann? Wir können dir auch was Warmes zu essen anbieten. Maybe? Was? Nee. Was ist los? Hast du Angst, auf das Schiff zu kommen? Das ist es nicht. Ich habe Kelly verloren, meine Schwester. Ich muss sie finden. Das ist wichtig, Kleiner. Warum hast du uns das nicht sofort gesagt? Hör zu, du läufst im Hafen von Lasham und wartest am Schiff. Wir suchen für dich deine Schwester. Wann ist sie denn so einfühlsam? Wir geben dir unser Wort, Kali. Wir werden sie für dich finden. Kann ich für dich vertrauen? Na klar. Irgendeine Ahnung, wo wir deine Schwester finden können? Sie war sehr interessiert an diesem Riesenschiff im Hafen von Lasham. Also ist sie vielleicht irgendwo, von wo aus sie einen guten Blick darauf hat. Dann sollten wir nach einem höher gelegenen Aussichtspunkt in der Nähe des Hafens Ausschau halten. Gut, ich warte dann direkt am Hafen. Aber bitte findet Kelly. Am besten gleich die ganze Kelly Family. So. Wir könnten irgendwas Neues zum Kochen. Ein Pfefferhasid. Warum nicht? Machen wir noch eine Überlebensstulle. Roll. Plauder noch ein bisschen.
Warte, wie hieß nochmal die Schwester von Kali? Kelly, oder? Genau, Kelly. Denkst du, sie ist ganz allein los, um sich das Schiff anzusehen? Sieht so aus. Ganz schön mutig für so ein kleines Mädchen. Was? So ganz allein durch die Wildnis von Gormor zu reisen. Sie hat mehr Mann in den Knochen als du, Mick. Klappe, ich könnte das auch. Aber klar. Du musst gerade was sagen. Also dann, probieren wir es aus. Schauen wir mal, ob wir beide es allein schaffen. Okay, klar. Du klingst nicht sehr selbstsicher. Du wirst schon sehen. Benehmt euch, Jungs. Entschuldigung. Mitten hat angefangen. Stimmt doch gar nicht. Es interessiert mich nicht, wer angefangen hat. Zitat Mutter. Steine! So. Wer bist du? Offenbar nicht wichtig. Na gut. Sammlerabenteurer Senma. Hey, ist dir schon mal das ganze Zeug aufgefallen, dass hier ständig angespült wird? Lauter Maschinenteile und was da nicht alles dabei ist, passiert mir immer wieder in Torna und in Gormod. Ich bin übrigens Abenteurer, ziehe hier ganz alles umher, um solche Maschinenteile zu finden. Es ist nämlich so, für Laien sehen diese Teile oft wie gewöhnlicher Schrott aus. Man braucht einen, was von Maschinenexperten gebrauten Detektor, um die wertvollen aufzuspüren. Das Dumme ist nur, dass mir mein Detektor kaputt gegangen ist. Damit wollte ich eigentlich ganz Gormod Maschinenteile finden, aber jetzt stehe ich dumm da. Aber bevor die Sache gar nicht erledigt wird, könntet ihr, also ich meine, würde es euch was ausmachen, die benötigten Maschinenteile zu sammeln? Ihr seid doch Meister am Klingen, oder? Tut mir leid, wenn die Frage indiskret ist. An gefährlichen Orten voller Monster herumzusuchen, müsste doch genau euer Ding sein. Ja, ich sehe es in euren Gesichtern an, dass ihr durchaus interessiert seid. Dann stellt doch bitte zuerst einen Silberdetektor her, ja? Dann könnt ihr die Spreu vom Weizen trennen, beziehungsweise den Schrott von den wertvollen Maschinenteilen. Zur Fertigstellung des Silberdetektors Krabbelpanzer. Ja, okay. Meinetwegen. Eins nach dem anderen. Suchen jetzt einmal die Schwester. Beziehungsweise, wir können natürlich auch ein paar Nebenquests machen, einfach. Warum nicht? Aber bauen kann ich noch keinen, ne? Dafür mangelt es mir an Sachen. Ah, verdammt. Oh Gott. So, kann er herstellen. Es fehlt ein Krabbelpanzer. Okay. Nein, weg. So. Dann müssen wir nach dem Krabbelpanzer, nach dem Krabbelausschau halten. Und machen jetzt als Quest mein erstes Abenteuer. Gucken, wo die hingelaufen sind. Zu irgendeinem großen Baum. Dieser Krabbel, ne? Darf ich euch um euren Panzer erleichtern? Da haben wir es auch schon. Der Vogel ist da noch. Okay. Da kann man, was ist da noch für ein großes Viech? So.
So, Charaktere. Asa. Ist das der besagte Baum? Wenn man direkt davor steht, wird er sogar noch größer. Ja, ich fühle mich irgendwie super wohl hier. Vielleicht, weil der Baum mich ein wenig an meinen Vater erinnert. Was? Das muss ein ziemlich beeindruckender Mann sein, dein Vater. Er ist Baumeister. Er ist manchmal etwas mürrisch und stur, aber man kann sich auf ihn verlassen. So eine Person möchte ich auch irgendwann mal werden. Ich will, dass andere auf mich bauen können und dass ich Kinder nicht immer zur Last falle. Dann nehmen wir diesen Baum doch den Baumweiser. Verstehe ich nicht, so wie Wegweiser, so wie Weiser vom Baum. Weder noch, mein Vater heißt Weiser. Ja, es ist ein Hommage an ihn und gleichzeitig wird dir der Baum immer den rechten Weg weisen. Erst die Oase, dann dieser Baum. Du bist wirklich gut darin, Sachen Namen zu geben, Kena. Muss ich doch. Ohne prägnante Ortsnamen würdest du dich hier schließlich nie zurechtfinden. Du meinst es wirklich gut mit mir. Hör mal zu, könnt ihr uns noch ein bisschen weiter folgen? Nur noch bis dort oben, wo die große Wurzel entspringt. Das ist ziemlich weit. Bist du sicher, dass du dir nicht zu viel abverlangst? Ich bin mir sicher, ich schaffe das. Und wenn ich mal nicht weiter weiß, zeigt der Baum mir den Weg. Wenn es dir dabei hilft, stärker zu werden, habe ich nichts dagegen. Dann lauf mal los. Tschüss. Und sie waren nie wieder gesehen. Mal gucken, mit wem die sich jetzt schon wieder angelegt haben. Und ist ja auch im Baum ein Weg. Wollten die da jetzt hoch oder wollten die da nur hin? Ich glaube, die wollten hoch. Wie komme ich hier hoch? Da komme ich hoch. Scheinbar. Und nun? Oh, hat das erste Viech erlegt. Was passiert? Bist du verletzt? Ibi, ich hab's geschafft. Ich habe mein erstes Monster besiegt. Jetzt beruhigt dich doch etwas. Dein erstes Monster? Was hast du bis jetzt gemacht? Wir sind den Monstern immer ausgewichen. Das hier war also tatsächlich unser erster erfolgreicher Kampf. Na, Keda, sieht schon stärker aus. Nach einem einzigen Monster sieht man, glaube ich, noch keinen Unterschied. Es sah auch eher so aus, als wärst du gestolpert und hättest die Waffe zufällig in die richtige Richtung gehalten. Ich werde von dir was zustande bringen, oder? Guck mal. Boah, ist das ja bei der Hafen von Ascham? Weißt du noch, wie groß er war? Von hier sieht er winzig aus. Ob stark oder nicht, wenn man überlegt, wie weit du schon gekommen bist, kann man stolz sein. Ha. Du bist einfach die Beste. Ups, Entschuldigung. Jetzt übertreib doch nicht immer gleich, Mensch. Kaum hat sie ein paar Schritte gemacht, ist gleich ein Freudenfest angesagt. Jeder fängt mal klein an. Und verglichen mit unserer ersten Begegnung ist der Fortschritt unbeschreibbar. Wer weiß, vielleicht wird Lita ja doch einmal eine richtig bedeutende Meisterin. Solches Lob aus eurem Mund, Jin? Das hört man nicht oft. Ich habe auch das Gefühl, dass das aus dem Mädchen mal was werden könnte. Ich danke euch allen für eure großzügige Hilfe.
Nachdem wir ein paar Runden in Gormod gedreht haben, will ich direkt zum nächsten Ziel aufbrechen. Vielleicht treffen wir uns dann ja irgendwann mal wieder. Vielleicht bist du dann ja auch schon eine große Heldin und hilfst uns aus der Patsche. Ach Menno, jetzt mach dich doch nicht lustig über mich. Ich freue mich wirklich auf unser nächstes Zusammentreffen. Viel Glück. Jo, kein Ding. Yay. So, da sind wir praktisch gerade noch bei. Das ist auch noch eine Quest. Ja, ist hier noch irgendwas? Kann ich irgendwas hauen, dass ich... Ich glaube, so viel fehlt da nicht mehr. Zweimal. Sinneswandel. 26 von 70. Der braucht Zeug. Apfellampen. Ja gut, dann machen wir erstmal das als aktiv. Oh, fuck. Oh. Das ging ja noch. Wo könnte was zum Hauen sein? Ich gehe mal da lang. Warum fahr das umarmen? Yay, Moneten. So. Na gut, haben wir das auch schon mal. So, fehlt nur einer.
So. Klingentraining beendet. Sehr schön. So, dann können wir jetzt dahin gehen. Also wir können natürlich jetzt gerade nochmal zu. Ist das. Warum sind hier Lager echt keine Schnellreisepunkte? Doch. Dann machen wir das gerade. Gehen wir eben zum Lager. Iring. Also mal herstellen. Hugo kann Detektoren anfertigen. Damit kannst du die alten Maschinen untersuchen, die es überall in Aris gibt, und ganz neue Sammelitems finden. Es gibt zwei Arten von Detektoren, mit denen du jeweils verschiedene Maschinen untersuchen kannst. Versuche beide zu bauen, um ganz viele Sammelitems zu finden. Cool. Brauche ich noch irgendwas? Ich guck gerade mal. Achso. Gut. Haben wir irgendwo was? Okay, wir haben keine. Ja, hier wird es wohl irgendwo bestimmt alte Maschinen geben. Aber wo ist jetzt die andere Frage? Ein schönes Meistergurt. So. Das ist dann wohl was für später. Dann gehen wir erstmal hier. Gut.
Gute Arbeit, ich konnte spüren, wie die 5 Klingen von uns ausgeführt hat. Ich werde Rollipolli berichten, dass ihr euch gut gemacht habt. Das ist mein Meister, falls ihr euch erinnert. Ich werde ihm sagen, dass er ein paar vielversprechende Kandidaten Stufe 1 unseres Tests bestanden haben. Ach, hatte ich es eigentlich erwähnt, dass dies jetzt die Vorstufe zu den eigentlichen Tests war? Aber mit euren Fähigkeiten solltet ihr auch mit dem Rest, den Rest mit fliegenden Fahnen bestehen. Ich bin hier, falls ihr mich sucht, sagt Bescheid, sobald ihr bereit seid. Also dann, bis später. Okay. Okay. Meister sind fähige Matchstreiter, gefährlicher Auftrag. Die Aufgabe ist ganz einfach. Diesmal soll der Klingelpunkt zur Stufe. Oh, wieder 5-mal. Okay. Das ist immer so lästig, wenn ihr die Gegner halt vorher wegsterben. Da kannst du keine Stufe 3 Kombo machen. Mann. So. Ja, bestimmt irgendwo da oben. Frage ist, wie kommen wir da hoch? Vermutlich da lang. Rast der Reisenden. Ausblickshügel. Kiste. Tiefes Insektennest. Das sie, unschuldiges Mädchen. Aha. Wo geht's denn hier hin? Schuppensplitter. Ja, warum denn nicht? So. Hallo. Oh, wer seid ihr denn? Kenny? Ja, das bin ich. Woher kennt ihr meinen Namen? Oh, mein Bruder. Könnt ihr mich zu Kali bringen? Ja, bitte. Ja, gut. Ist kein Ding. La la la. Ah. Ist irgendwo Maschine oder so? Nee, ne? Ich hab gedacht, die sollen hier sein. Unten durch ist wahrscheinlich auch eher doof. Dann halt nicht. Also außer dem Viech war hier auch nichts, ne? Auf dem Hügelchen. Oh, guck mal, da unten können wir auch noch lang. Ah, können wir auch von da. Da gehen wir mal von da aus gucken. Kaplascher. Ja,
Ja gut. Da ist nichts. Da hinten ist noch was. Alles klar, dann gehen wir mal nach oben. Und horchen mal, was passiert ist. Kelly! Kali! Wie schön. Ich kann euch gar nicht genug danken. Verliere dich noch einmal, Kleiner. Du sollst auf deine kleine Schwester gut aufpassen, klar? Ja, das wird nie wieder passieren, versprochen. Mystra, ganz beherrscht und verantwortungsvoll, dass ich diesen Tag noch erleben darf. Hey Kali, du hast das hier verloren. Ich habe die ganze Zeit darauf aufgepasst. Oh. Aber ich dachte, es wäre verschwunden. Super, Kelly. Das sieht aus wie das Erbstück von Loras Mutter. Hey, darf ich das mal kurz sehen? Kein Problem. Vorher habt ihr das? Ich habe das von Tante Rihanna genommen. Rhinea, so. Meine Mutter? Tante Rhinea hat ein anderes und eigentlich wollte Kali das haben. Tante Rhinea hat ein anderes und eigentlich wollte Kali das haben. Aber sie meinte, dass es sei ihr lieb und teuer und sie könnte es nicht weggeben. Also hat sie mir eins gemacht, das so ähnlich aussieht. Es tat ihr leid, dass es nicht besser gelungen war. Aber das war mir egal, sie hat es für mich gemacht und das zählt. Deswegen ist es mir auch lieb und teuer, ganz egal wie es aussieht. Ich verstehe, dann passt gut drauf auf, ihr beiden. Auf euch auf. Ja. Versprochen. Was du gerade gesagt hast, das klang genau wie Tante Rhinea. Genau wie sie. Ja, es kann sein. Es scheint, ihr hättet noch einiges zu bereden. Erlaubt mir, dass ich unseren neuen Freunden etwas vorschlage. Uns? Ja, unser Flaggschiff hier kehrt in Kürze nach Moradin zurück. Vielleicht solltet ihr... Vielleicht soll ich mitkommen. Das wäre nicht unklug. In Moradin ist es weniger chaotisch. Moradin? Nein, ich habe es Vater versprochen. Er sagte, wir sollen hier auf ihn warten. Wir können Gormont nicht verlassen. Das stimmt. Vielen Dank, aber wir können nicht mitkommen. Wir bleiben hier und warten im Lager auf Papa. Ich verstehe. Wir können euch nicht zwingen, mitzukommen. In der Tat. Wenn ihr jetzt fortreisen würdet, könntet ihr ihn verpassen. Dann versorgen wir euch zumindest mit Rationen, damit ihr keinen Hunger leiden müsst. Das klingt gut. Vielen Dank für alles. Yay. Ich bringe Neuigkeiten. Irgendetwas sagt mir, dass es dringend ist. So ist es, Herrin. Wenn ihr gestattet, die Information ist nur für die Ohren seiner Majestät bestimmt. Du darfst näher treten. Ich verstehe. Darf ich euch alle bitten, nachher in den Besprechungsraum des Schiffes einzufinden? Etwas Unerwartetes? So ist es. Details folgen später. Lore hat eine Anleitung erhalten. Diese bekommst du nicht durch Mission, sondern auch, nicht nur durch Mission, sondern auch über höheres Ansehen und den Schatztruhen. Mit den entsprechenden Anleitungen kannst du Items. Okay. Link. Dillim. Ihr seid happy. Ja. Okay. Okay. Dann hau ich mal hier nochmal. Ach gut, schön. Zahlreiche. Krieg mit Koea, Angriffe von Malos. Ich hoffe mal, den hält durch. Was wird nur geschehen, wenn unsere Kraft nicht mehr ausreicht? Wir sollten die Vorhut seiner Majestät sein. Angesichts dieser Bedrohung sollten wir alle daran arbeiten, noch stärker zu werden. Oh, wo kommt ihr denn plötzlich her? Was? Wollen wir noch stärker werden müssen, fragt ihr? Das ist doch offensichtlich. Bist du stark, findest du Ruhm und Ehre. Bist du schwach, wartet nur die Niederlage. Zumindest im jetzigen Zustand der Welt. Wenn es also etwas gibt, das ich tun kann, um seine Majestät auch nur ein bisschen stärker zu machen,
Ich meine, ich will ein guter und braver Soldat sein für mein Heimatland. Selbst wenn wir es mit jemandem wie Malus zu tun haben, will ich doch tun, was ich kann. Ihr seht aus, als könntet ihr euch behaupten. Vielleicht kann ich das eine oder andere von euch lernen. Erweist mir die Ehren des Übungskampfes. Aber ohne Zurückhaltung. Gebt mir alles, was ihr habt. Okay. Von mir aus. Boah. Ja. Alter! What? Seid noch stärker als ihr aussieht, solche Macht. Ich bin der beste Scharfschütze der kaiserlichen Armee, aber ihr habt mich übertroffen. Das war inspirierend. Und ihr habt nicht nur physische Stärke bewiesen. Die Art, wie ihr als Klinge und Meister zusammenarbeitet, diese unglaubliche Synergie. Ich habe das Gefühl, dass in der Verbindung zwischen euch die wahre Stärke liegt. Ihr habt mir den Pfad aufgezeigt. Von nun an will ich kein Einzelgänger mehr sein, sondern Teil eines großen Ganzen. Yay. So, haben wir den. Hassan, der Mechaniker. Oh, ein Schatz. Okay. Alles klar. Schon verstanden. Was seid ihr von diesem ultramodernen alienischen Flaggschiff? Ziemlich schick, was? Das einzige Problem ist, dass die ganze moderne Technologie darin unser Mechaniker zum Heulen bringt. Jedes Mal, wenn wir vor Anker gehen, stehen so viele Reparaturen an. Ich war schon lange nicht mehr zu Hause. Je länger man Alres bereist, desto mehr sehnt man sich nach dem Geschmack der Heimat. Ich wollte ein Rezept meiner Mutter aus dem Gedächtnis nachkochen, aber es ging gehörig schief. Ihr habt hier zufällig jemanden in der Gruppe, der gut kochen kann, oder doch? Wenn ich euch das Rezept verrate, können wir ja, tschüss, ein Grüße. Exzellenz, ich freue mich auf gute Hausmannskopf von daheim. Hausmannskotz. Okay. Ist es zufällig auch irgendwo direkt so ein Lager, wo man kochen kann? Irgendwo eine Küche? Nö. Okay. Da wirft sich mir die Frage aus, warum muss seine Majestät Treppen laufen? Hm.
Ein Diplomat. Sorgen Center. Ja. Alle Waffen der Meister mit Elementen versehen. Ja. Jo. Jo. Okay. Na gut, dann horchen wir nochmal. わざわざ集まっていただいてすみません。実はアデルにお伝えしなければならないことがあるのです。僕に？帝皇軍について。帝皇軍？戦で住む場所を失った人やあちこちの敗残兵の寄り合い所帯さ。インビディアで旗揚げしたんだが、先ほど届いた情報によると彼らがインビディアから出たそうです。 まさか、滅の所在さえつかめていないのになぜ。どうやらインビディアが彼らを吸収して自国防衛の外人部隊として活用しようとしたらしいですね。インビディア王には話をつけておいたはずなのに。陛下の仰せで移動中の抵抗軍の位置は把握しております。現在はイーラに向かっているとか。 いつでも彼らと連絡がつけられるようにはしてありますよ。イーラに上陸するならアレッタに行くようにと。わかりました。ロラ。 Das habe ich Adam bisher noch nicht erlebt. Er ist einfach kommentarlos gegangen. Für ihn besser für eine Weile allein lassen sollten? Das entscheidest du. Ich mache, was immer du möchtest. Nein, ich kann das einfach nicht ignorieren. Folgen wir ihm. Folgen wir ihm. Die hängen jetzt hier rum. Wollt ihr, was? Adam, wollt ihr nicht etwas frische Luft schnappen? Du machst dir Sorgen um ihn, oder? Dann solltest du mit ihm reden. Okay. Und Hayes? Meister Adam hat ein freundliches Herz. Es zeugt von großem Mitgefühl, einen Ort für Familie und Soldaten schaffen zu wollen, die ihr Heim verloren haben. Aber mir ist aufgefallen, dass ihnen irgendwas Sorgen zu bereiten schien. らしくなかったね。そう見えたか。うん。あなたって決して迷ったりしない人だと思ってたから。そうありたいとは思ってるけどね。実のところずっと悩んでいる。光のドライバーになってからずっと。全然そんな風に見えなかったけど。 強い力を持つには資格がいる。ましてや天の聖杯となればなおさらだ。最初に会った時君たちを焼き払ってしまうところだった。幸い真のおかげでそれは免れたが。もしかして抵抗軍から離れたのって。光の力を十分に扱いきれていないままでは 多くの兵を死なせてしまうかもしれない。それが怖かったんだ。今メツが起こしている悲劇はもしかしたらマルベーニ女祭が彼を扱いきれなかったからかもしれない。だとすればこの僕もいずれあの子は分かってると思う。ただ 表現するのが下手なだけ。君の見立てかい？これでも
イーラの秘宝と呼ばれた信徒、17年も連れ添っているのよ。ブレイドの動きを見れば、どの程度力を出しているのかくらいわかる。彼女はあなたが、うん、自分自身がそうならないように抑えている。優しいのよ、ネバ。そうか。だとすれば、やっぱり僕は犯人前か。 Ach ja. Von hier aus kommen wir per Fähre direkt bis nach Aletta. Direkt ist gut, aber warum sollten wir eine popelige Fähre nehmen? Kann euer Majestät uns nicht einfach mit seinem kaiserlichen Flaggschiff dorthin bringen? Ich bin untröstlich, aber das ist leider nicht möglich. Alle meine Handlungen in Begleitung von Adam fallen in die Kategorie Privatvergnügen. Davon abgesehen ist das Flaggschiff zugleich ein Schlachtschiff. Um uns damit Torna zu nähern, wäre das im Vorfeld... umfangreiche bilaterale Absprachen vonnöten. Oh Mann. Mir ist schon klar, was du denkst. Müssen diese Spießer sich so anstellen? Und ehrlich gesagt, habe ich langsam genug von dieser Einstellung. Dass jemand mit deiner Macht so verantwortungslos sein kann, macht mir ehrlich gesagt Angst. Ich habe doch gar nichts gesagt. Nun regt euch doch nicht so auf. Wir haben eine ruhige Fahrt auf der Fähre vor uns, fast wie Touristen. Eine Bande von Widerstandskämpfern, die Adam treu ergeben sind. Was das wohl für Leute sein mögen? Wenn sich dann also alle einig sind, können wir ja den Kapitän Bescheid sagen, dass die Reise losgehen kann. Yay. Und ich würde sagen, die behalten wir genau so. Und setzen wir jetzt gerade nochmal über. Ich habe jetzt gerade keine Lust hier zu suchen. Na komm. Was macht die Steuerfrau? Die steuert. Achso, ja. Ah, hier wieder. Stammkunden zu haben, ist schon was Feines. Geht's dieses Mal nach Aletta in Torna? Bezahlt ist ja schon, also könnt ihr direkt an Bord gehen. Kannst losgehen? Auf geht's. Dann los. Auf dem schnellsten Wege nach Aletta. Das Königreich Torna. Und im Hafen von Aletta. So, ich würde sagen, für heute ist es das gewesen. Denn hier macht sich da seine Müdigkeit breit. Aufgetönte Kisten. Ich hatte jetzt erwartet, dass das kaputt gehauen wird. Naja. Zusatztasche. Hey, cool. Nopernpuppe, Splitter, Amateursplitter. Okay. Sonst irgendwas? Was zum Sammeln? Alles klar. Dann speichern wir einmal ab. Falscher Knopf. Dann speichern wir einmal ab. Ich wollte
gerade mal was. Moment. Ich wollte gerade mal gucken, wen ich gleich hoste. Sekunde. Das stimmt zwar überhaupt nicht mehr. Alles klar. So, ich mache dann Bilder für heute raus. Ich hoste noch den Sturze. Der macht irgendwie gerade so eine Multiplayer-Session, so wie ich das sehe, mit Diddy Kong, Donkey Kong. Irgendwas Retro-mäßiges. Ich würde euch dann darüber schicken. Dann sag ich mal einen schönen guten Abend noch. Montag geht es dann weiter mit Torna und ja, gucken wir mal, wie wir dann vorankommen. Aber für heute ist für mich vorbei. Ich bin durch. So. Bis denn. Tschüss.